Kapitel 12, Abschnitt 7 Das Erlangen der wirklichen Welt. Sitze still da und betrachte die Welt, die du siehst, und sage dir: Die wirkliche Welt ist nicht so. Es gibt keine Gebäude darin und keine Straßen, auf denen Menschen einzeln und alleine wandeln. Es gibt keine Geschäfte, in denen Menschen eine endlose Reihe von Dingen kaufen, die sie nicht brauchen. Kein künstliches Licht beleuchtet sie und keine Nacht bricht jemals über sie herein. Es gibt keinen Tag, der sich erhellt und dunkel wird. Es gibt keinen Verlust. Nichts gibt es dort, was nicht leuchtet und ewig leuchtet. Die Welt, die ihr seht, muss geleugnet werden, denn sie zu sehen kostet euch eine andere Art von Schau. Ihr könnt nicht beide Welten sehen, denn jede beinhaltet eine andere Art des Sehens und hängt davon ab, was euch lieb und teuer ist. Die eine zu sehen ist möglich, weil ihr die andere verleugnet habt. Beide sind nicht wahr, doch jede wird euch in dem Ausmaß wirklich scheinen, wie sie euch lieb und teuer ist. Und doch ist ihre Macht nicht dieselbe, weil ihre wirkliche Anziehungskraft auf euch ungleich ist. Ihr wollt die Welt, die ihr seht, nicht wirklich, denn sie hat euch seit Anbeginn der Zeit enttäuscht. Die Wohnstätten, die ihr errichtet habt, haben euch nie Schutz geboten. Die Straßen, die ihr angelegt habt, haben euch nirgendwo hingeführt, und keine je von euch erbaute Stadt hat sich dem Zahn der Zeit erfolgreich widersetzt. Es gibt nichts, was ihr gemacht habt, das nicht den Stempel des Todes trägt. Lasst es euch nicht lieb und teuer sein, denn es ist alt und müde und bereit, wieder zu Staub zu werden, kaum dass ihr es gemacht habt. Diese schmerzvolle Welt hat keine Macht, die lebendige Welt auch nur zu berühren. Dies konntet ihr ihr nicht geben, und deshalb könnt ihr, wenn ihr euch auch traurig von ihr wendet, in ihr den Weg nicht finden, der fort von ihr in eine andere Welt führt. Die wirkliche Welt hingegen hat die Macht, euch sogar hier zu berühren, weil ihr sie liebt. Und was ihr mit Liebe ruft, wird zu euch kommen. Die Liebe gibt immer Antwort, denn sie vermag keinen Hilferuf zurückzuweisen, noch die Schmerzensschreie zu überhören, die von jedem Teil dieser sonderbaren Welt zu ihr dringen, die ihr gemacht habt, aber nicht haben wollt. Das Einzige, was ihr braucht, um diese Welt wegzugeben, in freudigem Tausch gegen das, was ihr nicht gemacht habt, ist die Bereitwilligkeit zu lernen, dass die, die ihr gemacht habt, falsch ist. Ihr habt euch in der Welt geirrt, weil ihr euch selber falsch beurteilt habt. Was könntet ihr von einem derart verdrehten Bezugspunkt aus denn sehen? Jedes Sehen fängt beim Wahrnehmenden an, der beurteilt, was wahr ist und was falsch. Und was er als falsch beurteilt, das sieht er nicht. Ihr, der ihr die Wirklichkeit beurteilen möchtet, könnt sie nicht sehen, denn jedes Mal, wenn das Urteil eintritt, ist die Wirklichkeit entschlüpft. Was aus dem Sinn ist, das ist auch aus den Augen, weil was verleugnet wird, zwar da ist, aber nicht wahrgenommen wird. Christus ist noch immer da, obgleich ihr ihn nicht erkennt. Sein Sein ist nicht auf euer Erkennen angewiesen. Er lebt in eurem Innern, in der stillen Gegenwart. und wartet darauf, dass ihr die Vergangenheit hinter euch lasst und in die Welt eintretet, die er euch in Liebe anbietet. Es gibt niemanden in dieser abgelenkten Welt, der nicht ein paar flüchtige Blicke von der anderen Welt, die ihn umgibt, erhascht hätte. Solange er aber noch Wert auf seine eigene legt, wird er die Schau der anderen Welt verleugnen und behaupten, dass er liebt, was er nicht liebt, und nicht dem Weg folgen, den ihm die Liebe weist. Die Liebe führt mit solcher Freude. Wenn ihr ihm folgt, werdet ihr frohlocken, dass ihr seine Gesellschaft gefunden und von ihm die freudvolle Reise nach Hause gelernt habt. Ihr wartet nur auf euch selbst. Diese traurige Welt zu übergeben und den Frieden Gottes gegen eure Fehler einzutauschen, ist einzig euer Wille. Und Christus wird euch immer den Willen Gottes anbieten, im Erkennen, dass ihr ihn mit ihm teilt. Es ist der Wille Gottes, dass nichts außer ihm selbst seinen Sohn berühre, und nichts anderes kommt ihm nahe. Er ist vor Schmerz so sicher wie Gott selbst, der über ihn in allem wacht. Die Welt um ihn leuchtet in Liebe, weil Gott ihn in sich selber setzte, wo Schmerz nicht ist und Liebe ihn umgibt, endlos und makellos. Eine Störung seines Friedens kann niemals sein. Im Vollbesitz seiner geistigen Gesundheit schaut er auf die Liebe, denn sie ist überall um ihn herum und in ihm. Er muss die Welt des Schmerzes in dem Augenblick leugnen, in dem er die Arme der Liebe um sich wahrnimmt. Und von diesem Punkt der Sicherheit aus sieht er sich ruhig um und begreift, dass die Welt eins mit ihm ist. Der Friede Gottes ist nur in der Vergangenheit höher als eure Vernunft. Hier aber ist er, und ihr könnt ihn jetzt verstehen. Gott liebt seinen Sohn immer da, und sein Sohn erwidert immer da die Liebe des Vaters. Die wirkliche Welt ist der Weg, der euch zu der Erinnerung an das eine führt, das gänzlich wahr und gänzlich euer ist. Denn alles andere habt ihr euch in der Zeit geliehen, und es wird verblassen. Aber dieses eine ist immer euer, denn es ist Gottes Gabe an seinen Sohn. Eure eine Wirklichkeit wurde euch gegeben, und durch sie hat euch Gott als eins mit sich erschaffen. Ihr werdet zuerst vom Frieden träumen und dann zu ihm erwachen. Der erste Austausch dessen, was ihr gemacht habt, gegen das, was ihr wollt, ist der Austausch eurer Albträume gegen die glücklichen Träume der Liebe. In diesen liegen eure wahren Wahrnehmungen, denn der Heilige Geist berichtigt die Welt der Träume, wo alle Wahrnehmung ist. Erkenntnis bedarf keiner Berichtigung. Die Träume der Liebe jedoch führen zur Erkenntnis. In ihnen seht ihr nichts, was Angst macht, und deshalb sind sie das Willkommen, das ihr der Erkenntnis bietet. Die Liebe wartet auf ein Willkommen, nicht auf die Zeit. Und die wirkliche Welt ist nichts anderes, als dass ihr das Willkommen heißt, was immer war. Deshalb ist der Ruf der Freude in ihr. Und eure frohe Antwort ist euer Erwachen zu dem, was ihr nicht verloren habt. Preist also den Vater für die vollkommene geistige Gesundheit seines allerheiligsten Sohnes. Euer Vater weiß, dass ihr nichts braucht. Im Himmel ist das so, denn wessen könntet ihr in der Ewigkeit bedürfen? In eurer Welt braucht ihr tatsächlich Dinge. Sie ist eine Welt des Mangels, in der ihr euch befindet, weil es euch an etwas mangelt. Doch könnt ihr euch in einer solchen Welt denn finden? Ohne den Heiligen Geist wäre die Antwort nein. Doch dank ihm ist die Antwort ein freudiges Ja. Als Mittler zwischen den beiden Welten weiß er, wessen ihr bedürft und was euch nicht verletzt. Besitz ist ein gefährliches Konzept, wenn es euch überlassen wird. Das Ego möchte zur Erlösung Dinge haben, denn Besitz ist sein Gesetz. Besitz um des Besitzes willen ist das fundamentale Credo des Ego und ein grundlegender Eckstein der Kirchen, die es für sich selbst errichtet. Und es verlangt von euch, an seinem Altar all die Dinge niederzulegen, die es euch heißt, euch anzueignen, sodass euch keine Freude daran bleibt. Alles, von dem das Ego sagt, dass ihr es braucht, wird euch verletzen. Denn obwohl das Ego euch immer wieder zum Habenwollen drängt, lässt es euch nichts, denn was ihr bekommt, wird es euch abverlangen. Und eben jenen Händen, die es ergriffen haben, wird es entwunden und in den Staub geschleudert. Denn wo das Ego Erlösung sieht, da sieht es Trennung. Und so verliert ihr, was immer ihr in seinem Namen bekommen habt. Deshalb fragt nicht euch selbst, was ihr braucht, denn ihr wisst es nicht. Und der Rat, den ihr euch gebt, wird euch verletzen. Denn was ihr zu brauchen glaubt, wird lediglich dazu dienen, eure Welt gegen das Licht abzuschirmen und euch unwillens zu machen, den Wert zu hinterfragen, den diese Welt tatsächlich für euch haben kann. Nur der Heilige Geist weiß, was ihr braucht. Denn er wird euch alle Dinge geben, die den Weg zum Licht nicht blockieren. Was sonst könntet ihr brauchen? In der Zeit gibt er euch alle Dinge, die ihr haben müsst, und er wird sie erneuern, solange ihr ihre bedürft. Er nimmt euch nichts, solange ihr es irgend braucht. Und dennoch weiß er, dass alles, was ihr braucht, vorübergehend ist und nur so lange dauern wird, bis ihr von all euren Bedürfnissen beiseite tretet und begreift, dass sie alle erfüllt worden sind. Deshalb hat er keine Investition in die Dinge, die er zur Verfügung stellt, außer dass er sicher geht, dass ihr sie nicht dazu benutzt, um in der Zeit zu verweilen. Er weiß, dass ihr dort nicht zu Hause seid, und er will, dass keine Verzögerung eure freudvolle Heimkehr aufhält. Überlasst also eure Bedürfnisse ihm. Er wird sie befriedigen, ohne sie auch nur im geringsten zu betonen. Was von ihm zu euch kommt, kommt sicher, denn er wird sicherstellen, dass es niemals zu einem dunklen Punkt werden kann, in eurem Geist verborgen und dort bewahrt, um euch zu verletzen. Unter seiner Führung werdet ihr leicht auf lichten Wegen reisen, denn sein Augenmerk ist immer auf das Ende der Reise gerichtet, das sein Ziel ist. Gottes Sohn reist nicht durch äußere Welten. Wie heilig seine Wahrnehmung auch werden mag, keine Welt außerhalb von ihm birgt sein Erbe. In sich selbst hat er keine Bedürfnisse, denn Licht braucht nichts, außer in Frieden zu leuchten und die von ihm ausgehenden Strahlen still sich ausdehnen zu lassen, bis in die Unendlichkeit. Erinnert euch jedes Mal, wenn ihr in Versuchung kommt, eine nutzlose Reise zu unternehmen, die euch vom Licht wegführen würde, an das, was ihr wirklich wollt, und sagt euch: Der Heilige Geist führt mich zu Christus. Und wohin sonst will ich denn gehen? Welch anderes Bedürfnis habe ich, als in ihm zu erwachen? Dann folgt ihm in Freude und im Glauben, dass er euch sicher durch alle Gefahren für euren Geistesfrieden führen wird, die diese Welt euch vielleicht in den Weg stellt. Kniet nicht vor den Opferaltären nieder und sucht nicht nach dem, was ihr mit Sicherheit verlieren werdet. Begnügt euch mit dem, was ihr mit ebensolcher Sicherheit behalten werdet, und seid nicht rastlos, denn ihr unternehmt eine stille Reise zum Frieden Gottes, wo ihr nach seinem Willen in stiller Ruhe sein sollt. In mir habt ihr bereits jede Versuchung überwunden, die euch zurückhalten könnte. Wir gehen zusammen auf dem Weg zur Stille, die Gottes Gabe ist. Lasst mich euch lieb und teuer sein, denn wessen außer euren Brüdern könnt ihr bedürfen? Wir wollen euch den Geist des Friedens zurückerstatten, den wir zusammen finden müssen. Der Heilige Geist wird euch lehren, zu uns und zu euch selber zu erwachen. Das ist das einzig wirkliche Bedürfnis, das in der Zeit zu stillen ist. Nur hierin liegt die Erlösung von der Welt. Meinen Frieden gebe ich euch. Nehmt ihn von mir in freudigem Austausch für alles, was die Welt euch angeboten hat, nur um es euch wieder wegzunehmen. Und wir werden ihn wie einen Schleier aus Licht über das traurige Antlitz dieser Welt ausbreiten, indem wir unsere Brüder vor der Welt verbergen und sie vor ihnen. Den Lobgesang der Erlösung können wir nicht alleine singen. Meine Aufgabe ist nicht vollendet, solange ich nicht jede Stimme mit der meinen erhoben habe. Und doch ist sie nicht meine, denn so wie sie meine Gabe an euch ist, so war sie die Gabe des Vaters an mich und wurde mir durch seinen Geist gegeben. Ihr Klang wird den Kummer aus dem Geist von Gottes allerheiligstem Sohn verbannen, wo er nicht weilen kann. Heilung ist in der Zeit vonnöten, denn die Freude kann ihre ewige Herrschaft nicht errichten, wo der Kummer wohnt. Ihr wohnt nicht hier, sondern in der Ewigkeit. Ihr reist nur in Träumen, während ihr in Sicherheit zu Hause weilt. Dankt jedem Teil von euch, den ihr gelehrt habt, sich eurer zu erinnern. So sagt der Gottessohn seinem Vater für seine Reinheit